In der Demokratischen Republik Kongo ist eine erste Lieferung von Impfdosen gegen das Mpox-Virus eingetroffen. Vor 3 Wochen hatte die Weltgesundheitsorganisation den Gesundheitsnotstand wegen der früher als Affenpocken bezeichneten Infektionskrankheit erklärt. Die Impfdosen wurden von einer dänischen Firma hergestellt und von der EU gespendet. Are part of the 215,000 vaccine doses that the European Commission's HERA, that is the Health Emergency Preparedness and Response Authority, procured and also pledged to share with affected countries in Africa. UNICEF wird die Impfkampagne in den am stärksten betroffenen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo durchführen. Es ist jedoch unklar, wann diese starten kann. Etwa 380.000 Impfdosen wurden von westlichen Partnern wie der Europäischen Union und den USA zugesagt. Die meisten Mpox-Infektionen und Todesfälle ereignen sich in dem zentralafrikanischen Land, wo die neue Variante zuerst entdeckt wurde. Die meisten Infektionen treten dort bei Kindern unter 15 Jahren auf. 2022 war Mpox weltweit ausgebrochen. Wohlhabende Staaten haben schnell mit Impfstoffen reagiert. Allerdings haben nur wenige Impfdosen Afrika erreicht, obwohl die dortigen Regierungen darum gebeten hatten.